auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Robin, ja, ich muss sagen, du warst einer der wenigen Lichtblicke in diesem Spiel. Ja, aber ansonsten, ihr habt gekämpft, aber es hat nicht sollen sein. Wie siehst du es? Ja, das zweite Spiel jetzt, leider wieder. Ja, keine Punkte für uns. Wir haben jetzt eine komplett neue zusammengemischelte Mannschaft. Es war für uns ein Neuanfang. Ich glaube, jeder, der das ernsthaft betrachtet hat, war klar, dass es schwer wird. In der Phase sind wir gerade viele Junge, die sich jetzt erstmal beweisen müssen oder zeigen müssen und lernen müssen, auch was Oberliga-Fußball ist. Ja, dass das einfach vom Körper her auch eine andere Sache ist. Ja, da müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Jetzt gilt es munterputzen und nächste Woche. Nächster Gegner Freiberg wird mit Sicherheit nicht einfacher. Aber wir müssen von Woche zu Woche jetzt gucken. Wir brauchen die Punkte. Du hast ein Tor gemacht wenigstens, aber so richtig freuen kannst du dich wahrscheinlich nicht drüber bei der Niederlage. Kannst du trotzdem sagen, wie es dir gelungen ist? Das kann ich mir gut merken. So oft passiert es ja nicht, dass ich da mache. Nein, ja, in Summe, wir haben uns relativ gut durchgespielt. Über die linke Seite habe ich rausgespielt. Der Leimes hat ihn richtig gut wieder reingebracht und ich war eigentlich mehr oder weniger ja frei vom Tor. Den musste ich dann tatsächlich sogar machen. Leider haben wir noch ein, zwei von einer Chance gehabt, die wir dann nicht zu Ende gespielt haben. Ja, in Summe muss man, glaube ich, trotzdem sagen, irgendwo war es zu wenig, was wir rausgespielt haben im Spiel. Seit dieser Saison bist du jetzt die neue Nummer 1, der Kapitän. Wie kommst du mit deiner neuen Rolle als Kapitän klar? Ja, für mich natürlich eine Ehre, von der Mannschaft gewählt zu werden. Wobei man sagen muss, mir war von den alteingesessenen Spielern, war es mehr oder weniger auch schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen da vorne. Wir haben einen größeren Mannschaftsrat, der zum Großteil quasi aus den alten Spielern sozusagen besteht. Wer da jetzt wirklich der Kapitän ist, ich glaube, für uns ist wichtig, dieses Jahr bei den vielen jungen Spielern, einfach in Summe 4, 5 Leute, die dann die Verantwortung übernehmen müssen. Dass mich dann getroffen hat, freut mich natürlich schon auch. Ja, jetzt habt ihr 2 Spiele in der Oberliga gehabt. Ist es zu früh, von einem missglückten Start zu reden? Ja, missglückter Start, klar, mit 0 Punkte, das auf jeden Fall. Und zwar klar, dieses Jahr gilt es gegen jeden Gegner. Wir haben es letztes Jahr erlebt. Hinten raus haben wir letztes Jahr wirklich nochmal eine geile Serie hingelegt, aber eigentlich wollen wir das dieses Jahr nicht wieder machen müssen. Und da gilt es, von Anfang an die Punkte zu holen. Ich glaube, ja, das war auch, eigentlich müsste das 2 Gegner auf Augenhöhe sein. Da müssen wir uns aber tatsächlich auch noch ein bisschen strecken, dass wir wirklich auch da hinkommen, wo wir wollen. Freiberg, manchmal ist es so, ich schätze Freiberg tatsächlich deutlich stärker nochmal ein. Von dem her gilt es nächste Woche einfach wieder noch mehr reinzuhauen. Mehr als 100% zu geben, so dumm es sich anhört, aber nur so kann man uns da selber rausziehen. Du hast den Umbruch angesprochen und dass viele junge Spieler da sind. Was meinst du, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft steht und was man von ihr erwarten könnte, wenn es rund laufen würde? Ja, Potenzial, keine Frage. Also wir haben viele junge Spieler, die wirklich willig sind. Im Training ist wirklich immer Feuer drin, das ist richtig gut für die Trainingsbeteiligung. Die müsste das jetzt halt schaffen, auf dem Platz umzusetzen. Da gilt es irgendwo auch Erfahrung zu holen. Das hört sich immer dumm an. Oder da lächelt man immer ein bisschen drüber. Aber wenn du dann wirklich samstags halt auf dem Platz stehst und entsprechende Gegner hast, ist das nochmal was anderes. Da gilt es, bei denen ranzuhalten, reinzuhauen. Kicken können die Jungen alle. Die müssen sich jetzt aber halt an der Nase fassen und einfach von Woche zu Woche da reinbeißen. Und dann, so ging es uns, denn andere Spieler auch. Und in den anderen Klasse sind auch nicht nur kleine Fußballgötter, die müssen sich da auch reinbeißen. Von dem her können wir das auf jeden Fall. Und Potenzial haben wir in der Mannschaft. Es wäre vermessen zu sagen, wir müssen irgendwo in der Mitte angreifen oder so. Für uns gilt es, denke ich, immer zu sagen, wir wollen die Klasse erhalten und das möglichst früh. So wird es mit Sicherheit auch dieses Jahr sein. Robin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, dir auch viel Spaß noch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de